Nach dem Tod von Königin Elisabeth wurde ihr Sohn Charles zum König. Seine Frau Camilla, nach dem Wunsch der Queen, zur Queen Consort, also zur Königsgemahlin. Mittlerweile trägt aber auch Camilla den Titel Königin, da sie ebenfalls gekrönt wurde. Sollte Charles sterben, verliert Camilla diesen Titel jedoch wieder, da sie nicht in die royale Familie hineingeboren wurde und somit nicht in der britischen Thronfolge berücksichtigt werden kann. Statt Königin heißt Camilla dann Queen Dowager, zu Deutsch Königinwitwe. Im Falle von Charles' Tod hätte Camilla so keinen Anteil an der Souveränität, dem politischen und militärischen Einfluss oder der Autorität des Königs. So erging es zuletzt Queen Mum, der Mutter von Königin Elisabeth. Sie wurde nach dem Ableben ihres Mannes König Georg VI. Ebenfalls zur Queen Dowager. Sollte König Charles sterben, wird die Operation Mena E-Bridge eingeleitet. Schon nach dem Tod der Queen trat der Notfallplan mit dem Namen Operation London Bridge in Kraft. Charles würde dann seinen Sohn William auf den Thron folgen.